Oh, und es klappte auch erst. Hat nicht geklemmt. O'Neill, Flugdaten sind unterwegs. 2 Minuten. Keys, Achtung! Verstanden, Winter. Hebt das Feiern für später auf und bewegt eure Ersten zurück. Der Flugschreiber sollte zeigen, welches Arschloch das mit der Sulaco getan hat. Wer weiß, was wir herausfinden, wenn wir das Ding... Panzerung. Unserer Linken, das ist rechts. Okay, da geht's nicht lang, weil da Feuer ist. Boah! Oh. Gleich wieder, ja, sorry. Sieht aus wie eine Krankenstation. So ein gutes Team, einer mit einer MG und der andere. Wow, du bist nicht Freund. Und der andere mit einem... Ah, unser Leben lädt sich wieder auf, sehe ich gerade. Achso, bis zum nächsten Cluster. Das hat er schon vor einer Minute gesagt. Zehn Gamerscore an den Wänden. Löschen die 2 Feinde gleichzeitig aus. Oh, gleich 2, ja. Adios muchachos, das war das. Löschen die 2 Feinde gleichzeitig aus. Das andere war, töten Sie einen Xenomorph, der an der Wand oder der Decke entlang klettert. Oder generell töten Sie einen Xenomorph mit einer Flinte in kurzer Reichweite. Na toll, ich hätte gar nicht töten brauchen. Kann ich das Ding nicht nehmen? Das kann doch bestimmt was. Meine Sicht ist so leicht rot, weil mein Panzer fast im Arsch ist. Sind Sie total verrückt geworden? Los zur Gangway! Gangway. Aber warum rennt er da hinten lang? Was haben wir hier? Medipack, Ladungen und Munition. Seine 3 Sekunden kenne ich, wenn es schon eine Minute 3 Minuten dauert. Die Waffe lädt ganz schön langsam nach. Schafft? Oh, da oben. Oh, da hinten kommen noch mehr. Geschafft. Verschlossen. Ah, jetzt die Notversorgung wieder an. Na dann mal sehen. Der Flugschreiber ist unterwegs zur Sephora. Wir haben es geschafft. Oh nein, er ist infiziert. Er hat nicht eine Granate in der Hand. Oh nein. Toll. Einer gerettet, 2 gestorben. Hätte so einfach sein können. Hier gibt es aber auch überall was zum Greifen.
Schnell, das brennt doch. Los, meine Hand! Der Flugschreiber ist weg. Kies. Kies hatte ihn. Alles war umsonst. Hatte ich den nicht? Naja, das ist doch schon mal was. Ich hatte doch den Flugschreiber. Oh, die Pistole hat endlos Money. Actual, wir haben Kies verloren. Ich glaube, es ist etwas in seiner Brust explodiert. Ist Winter bei Ihnen? Ja, Sir. Haben Sie eine Idee zu der Explosion im Brustkorb? Unsere Cheyennes sind unterwegs, um Bodenunterstützung bei der Evakuierung zu geben. Das heißt, wir brauchen einen Landeplatz für etwa 80 Marines. 80. Der Hangar ist unbrauchbar, aber im Frachtraum ist Platz. Verstanden. Unterwegs zum Laderaum. 2-1 over. Mir nach. Wo geht's lang? Wir können doch nur noch in die Richtung. Achso, hier unten. Ich wollte gerade sagen, durch den Hangar will ich nicht. Da waren ja noch Tausende. Ich wollte gerade sagen, er sagt mir nach und geht aber nicht vor. Alleine gehe ich hier nicht vor. Jetzt ist meine Taschenlampe an. Vorhin war die nicht an. Oder liegt das an der Waffe? Nö, da leuchtet es auch. Gut. Muss ich doch vorangehen. Kameras. Sephora Actual, hier ist eine Live-Übertragung. Das ist keine Technik von den Colonial Marines. Da steht Wayu, Sir. Heilige Scheiße. Was? Laut Zeitstempel kam das nach dem Notruf von... wie war sein Name? Corporal Hicks. Actual, hier ist 2-1. Was halten Sie davon? Sir. Ist sonst noch jemand auf dem Schiff? Ich lasse Bishop ein Signal an VU senden. Wir haben keine Zeit, Detektiv zu spielen. Gehen Sie zum Frachtraum. Beide. Over. Mein Gott, die sind sowas von am Arsch. Sephora Actual. Hier spricht Bella von Rhino 23. Hören Sie Panzer. Mich? Klar und deutlich, 23. Was ist Ihr Status? Ich bin aufgewacht und fast erstickt. Da war was Spinnenartiges in meinem Gesicht. Es ist tot, Sir. Ich wurde von meiner Truppe getrennt. Wissen Sie was über meine Leute? Der Rest von 2-3 ist vermutlich tot. Tut mir leid. Rhino 2-1 ist unterwegs zum Frachtraum. Können Sie den Frachtraum erreichen, 2-3? Garnet? Kies? Denken fällt gerade etwas schwer. Ich bin nicht sicher, wie ich dorthin komme, Sir. Sie allein sind jetzt Rhino 2-3. Versuchen Sie es. Kommen Sie lebendig zurück. Actual over. O'Neill, was ist los? Ja, das ist okay. Was denn? Sex. Schluss jetzt, du Pfadfinder. Mann. Das Schlagen ist komisch irgendwie. Vorhin hat das zumindest geklappt, dass ich die kaputt kriege. Na egal, das ist eh schon leer gewesen. Sie hatte so ein spinnartiges Vieh am Mund. Naja, dann hat es doch bestimmt auch ein Ei drin, oder nicht? Sind die beide offen? Die macht er wieder zu. Verstehe ich nicht. Er geht da lang. Ist da hinten denn noch was? Nichts, wo ich hinkomme oder hin soll. Ist der Penner vorgegangen? Drücken Sie R für Nahkampf. Kommt Ihnen ein Feind zu nah, kann Ihnen ein guter Nahkampfangriff zurückwerfen und kurze Zeit betäuben. Mhm, dann passiert doch das jetzt bestimmt. Ladungen. Oh. Rangaufstieg. 10 Gamerscore, Beförderung.
erreichen sie Rang 2 als Marine. Diese Sachen, die man jetzt freischaltet, die sind, glaube ich, alle für den Multiplayer. Sprich, wenn ich da jetzt spielen würde, dann wäre ich schon Level 2. Ich ätze ein bisschen. Okay. War doch noch einer. Glückwunsch, Sie haben den ersten Rang erhalten. Ränge erhalten schalten Ausrüstungen frei, die mit Empfehlungen erworben werden können. In der Leiste oben rechts auf dem HUD sehen Sie Ihre aktuelle Empfehlung sowie Ihren Fortschritt zum nächsten Rang. Im Startmenü können Sie unter Waffen, Ausrüstung, verfügbare Ausrüstung, Empfehlungen einsehen. Ah, erwerben Sie eine Waffenausrüstung für Marines. Gibt 500 Erfahrung. Stand fest. Schließen Sie die Kampagne-Mission auf beliebigen Schwierigkeitsgrad ab. Belohnung 2. Belohnung 1. Erwerben Sie eine Xeno-Kampfausrüstung. Und hier haben wir was. Waffen und Ausrüstungen. Ah, jetzt kann ich das hier ändern. Ah, cool. Alternative Sachen, aber habe ich noch nicht. Erweiterung ist freigeschaltet, aber ich habe nichts da. Visier kann ich reinmachen. Ach, oben rechts sind die Punkte und die kann ich dafür ausrüsten, nehme ich an. Armored S6 Reflexvisier. Holographisches Reflexvisier ohne Vergrößerung. Ersetzt die Visiereinrichtung durch einen roten Punkt für bessere Zielerfassung. Kostet 1, okay. 5 Gamerscore. Bereit die Stadt abzufackern, okay? Schließen Sie eine Herausforderung ab. Ah, und noch eins. Insektenjäger, Insektenfänger ist, schließen Sie eine Herausforderung ab. Bereit die Stadt abzufackern ist, bearbeiten Sie eine Marine-Ausrüstung. So, das würde jetzt aber das andere abreißen. Armored Laser Zielsystem. Roter LED-Ziellaser, der an der Seite angebracht wird, gibt einen der Flugbahn entsprechenden Laserfahnenkreuz auch für auf Weiterentfernung an. Wo ist jetzt der Unterschied? Aussehen. Krass. Kostet bestimmt alles Geld oder Punkte oder irgendwas. So, was haben wir noch? Die Pumpgun. Da hätten wir das gleiche. Und der Rest hat nichts. Eine goldene Pumpgun. Die Pistole hat auch noch nichts, ist klar. Okay. So, den Punkt hebe ich mir mal noch auf. Waffen, ach ne, Mission neu starten. Kontrollpunktladen, Spiel fortsetzen, okay. Ich dachte, man könnte noch mehr einstellen. Zum Beispiel meinen Marine bearbeiten. Geht das bei Einstellung vielleicht? Auch nicht. Oh, ich kann nichts lesen. Sie haben eine Herausforderung abgeschlossen. Jede Herausforderung bringt Ihnen Rangpunkte und eventuell ästhetische Verbesserungen ein. Sehen Sie Ihre Herausforderung im Startmenü an. Haben wir ja schon gemacht. Achso, jetzt sind neue hinzugekommen. Breit gestreut. Töten Sie 5 Freunde ohne zu zielen. So, ich habe die falsche Waffe drin. Ich sehe meinen Laser nicht. Ah, okay. Der ist immer jetzt da. Ich dachte, dass er jetzt auch so schon da wäre. So, Munition. Aber die Waffe hat immer noch recht wenig Muni, deswegen laufe ich doch lieber erstmal mit der hier noch rum. Da ist mein Freund, okay. Das ist mies, wenn man das Zielding hat. Dann dauert es immer einen Moment, bis man überhaupt schießen kann. Nichts in der Nähe, okay. Armor. Ne, Ladungen. Das
Tja, da unten kommen sie her. O'Neill ist da oben. Mich würde mal interessieren, ob man noch auf sowas schießen kann. Man hat zwar eine Explosion gehört, aber keine gesehen. Ah, jetzt bin ich wieder voller Munition. Schön. Was war das? Ah, Erkennungsmarke. 5 Gamerscores. Stimmt gar nicht, 10. Oha, sammeln Sie eine Erkennungsmarke. Erinnert mich ein bisschen an Gears of War, diese Marken. Schließen Sie Spezialprojekte ab, indem Sie legendäre Waffen aus den Alien-Filmen Erkennungsmarken und Audio-Logs finden. Halten Sie Ihre Select-Taste bei Spezialobjekte, um auf Spezialobjekte zu prüfen. So, Erkennungsmarken gefunden, gibt es 3. Audio-Logs 1 und Higgs Schrotflinte ist eine legendäre Waffe. Hilfen 15? Okay. Das sind bestimmt Unterstützungskills. Muss der so vor meiner Linse rumrennen? Ich denke nur, da kommt wer. So klar, ich drehe mich um und hinter mir steht einer. Was macht er denn hier? Es ist interessant, dass die Sachen hier schon rumliegen. Aber erst einsammelbar sind, wenn man sie hat. Direkt über mir ist O'Neill. Herausforderung abgeschlossen. Töten Sie 5 Feinde ohne zu zieren. Dadurch sind wir Rang 3 gekommen. So, was haben wir jetzt dann neu? 2 für 2. Ne, 2 für 1. Töten Sie 2 Feinde mit einem Schuss des Unterlaufgranatenwerfers. Tja, ist das jetzt mein Granatenwerfer, der dranhängt? Oder ist das eine extra Waffe? Sturmgewehr freigeschaltet. Habe ich die jetzt auch schon drin, ne? So, was haben wir hier? Keine Erweiterung. Und Nachladezeit wird mehr, aber Magazine sind größer. Mache ich das? Nachladezeit ist mir da eigentlich gerade wichtiger. Was ist hier? Präzisiongetöer. Ich spare noch. Lass deinen Schwanz bei dir. 20 Gamerscores. Betreten verboten. Töten Sie 10 Xenomorphe in den schlechten. Tutorial. Ihre aktive Ausrüstung hat 4 Waffenslots, primär, sekundär, Seitenwaffen und taktische Waffen. Um eine Waffe in einem dieser Slots zuzufügen, halten Sie Y gedrückt, um das Arsenal anzuzeigen. Markieren Sie einen Waffenslot mit linkem Stick und es erscheint eine Liste der verfügbaren Waffen. Markieren Sie eine Waffe und lassen Sie Y los, um die Waffe auszurüsten. Okay.